Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm. Beim letzten Mal, weil sie gerade Corona nicht mehr so richtig schwarz gemacht haben, sind wieder 2 Tage vergangen. Ich glaube, wir waren auf jeden Fall beim Groban und Ballenladen stehen geblieben. Und ich hatte dann hier nochmal mit meinem F ein bisschen Steine gesammelt. Das heißt, auf dem Acker sind auch keine Steine mehr. 2000 Liter Steine habe ich da insgesamt knapp runtergeholt. Habe ich auch schon abgeladen. Gegrobert ist auch. Und jetzt fallen noch ein paar Ballen ein. Hab mir auch so ein paar Gedanken gemacht. Wegen den ganzen Viechern. Und stellen wir uns auf den Hof und den nächsten Investitionen. Kommt ja auf jeden Fall noch ordentlich was auf uns zu. Und ja. Vor allem mal los hier ein bisschen Ballen fahren. Man merkt, ich nehme abends auf, da liegt schon wieder ein bisschen mehr in der Mittags, komischerweise. So, das ist gefährlich hier, was ich hier mache, aber müsste eigentlich recht gut klappen. Ja. Und zwar stellen wir die dann hier erstmal hinten mit drauf. So. Perfekt. Jetzt können wir auch schon wieder Gas geben und uns den neuen ranholen. Innenperspektive ist gar nicht zu ertragen. Jetzt geht's. Nee. Innen leckt's nur. Wir werden nach außen gehen. Komisch. Manchmal gibt's so Phasen, wo es übelst leckt. Und zwischendurch gar nicht. Muss ich mir auch noch mal Gedanken machen, wie ich das irgendwie beheben könnte, weil so ist auch scheiße, ne? Macht ja so auch nicht wirklich Spaß, wenn man die ganze Zeit mit Lex spielen muss. Oder kenne ich Leute? Okay, ein paar, die das noch viel schlimmer haben. Und so wie die zocken, ey, das könnte ich gar nicht. Als bei denen richtig furchtbar ist. Perfekt rübergeschoben.
könnte jetzt noch stehen bleiben. So, das passt. Sehr schön. So, das mal so eine kleine Ballenfolge dieses Mal. Am nächsten Mal geht es dann ran an die Investitionen. Da werden wir ordentlich einkaufen. Ordentlich Geld ausgeben. Das fahre ich gerade mal Nummer 2 und lege dann einen oben alleine drauf. Klappt so, glaube ich, besser. Muss ich echt aufpassen, wenn ich hier heranfahre, dass ich nichts mitnehme. Boah, das war schon wieder knapp. So, das passt. Moment. Warte mal, wie viele Linien noch? Ja, 3 Stück, das passt. So. Das ist immer die Herausforderung, so einzelne aufzustellen. So, das passt. Hätten hinten noch 6 drauf gepasst, wir haben jetzt hier nur noch 2. Naja. 2 Stück. Aber die kriegen wir auch locker noch drauf. Es ist ja leider noch nicht reif, sonst hätte ich die auch schon draschen und pressen können noch. Und dann habe ich zumindest schon mal die Ballen von 3 Äckern da oben drauf. Auf dem Wagen. Ja, von 2. Einer wird gerade noch gedroschen mit Hafer, kann ich auch gleich nochmal schnell zeigen. So, dann können wir ja auch einen 8RX gleich direkt wieder drauf schicken. Es läuft. So. So, Scheiße, wie hat sich das denn jetzt verschoben? Oh, das ist nicht so schön. Kann ich nur hoffen, dass das Zusammenklappen jetzt was hilft. Ja, sehr schön. Ein bisschen hat es geholfen. So, hinten passt schon mal, vorne so ein bisschen. Ja, fahren wir aber erstmal so zum Hof. Bis da vorne, die 2 stehen ja alle gut drauf. Ha. Ganz zufrieden sein mit den Ballen hier, wie ich die geladen habe. So, perfekt, jetzt sind auch wieder runtergegangen. Finde halt echt scheiße, dass es keine Spanngurte gibt. Oh, das ist so. So, die Frage, wo ich die Ballen unterbringe. Ah, scheiße, ich komme von der Höhe ja gar nicht rein, ne? So. Bitte. Danke. Perfekt. Können wir so durchfahren.
Sehr schön. Und glaube ich jetzt wieder auch zu. So. Stell ich die Ballen erstmal hier hinten hin. Ah ja, auf dem Hof leckt es jetzt natürlich. So, erstmal abstellen, das gute Stück. So, dann können wir nochmal zum Drescher schnell gucken. Und zwar hier hinten auf der. Was war's? Das letzte Menü. Ich habe auch gesehen, dass wir Kartoffeln und Rüben bald wieder ernten können. Allerdings müssen wir vorher nochmal Spritzen fahren dann. So, auf der 31, genau, Hafer. Bin ich schon fast zweimal rumgefahren, manuell. Gott sei Dank ein bisschen was stehen lassen. Das ist nicht so optimal. So, dann bin ich aber gleich schon wieder voll. Bei 11, nee, bei 12 glaube ich. Ja. Schön den Schwarten nochmal ein bisschen verteilen. Den Brandner Tandem, den wir erst neu gekauft haben, den habe ich auch schon mal hingestellt vorhin. Schon ein bisschen länger her. Ein paar Tage schon, aber. Besser einen stehen haben als gar keinen. So müsste ich nämlich jetzt dann erstmal wieder einen von Hof holen, deswegen steht er schon da ein paar Tagen. Seitdem ich ihn gekauft habe, glaube ich, so schon fast. 30 Kubik passen da rein, also für drei na, Tank voll reicht auf jeden Fall. Ich vermute mal, dass wir noch einen zweiten Anhänger holen müssen. Was ich mal nicht hoffe, aber ich glaube, das wird sie nicht vermeiden lassen. Hat er eigentlich eine Anhängerkupplung hinten dran? Nee, schade. Sonst hätte ich gesagt, hänge ich einen Brandner hinten dran und einen Drehschemel. So, dann fahre ich hier nochmal die Bahn zu Ende schnell. Hier haben wir auch ordentlich Ballen zu pressen. Oder würde auch ordentlich was runterkommen. Kann ich jetzt schon versprechen. So, das ist meine Bahnfahrer noch. Dann sind wir auch bald fertig. Aber ich hätte niemals gedacht, dass hier so guter Ertrag teilweise drauf ist. So, und dann hätte ich jetzt gesagt, stellen wir hier einen Helfer ein. Das ist dann alles schön erledigt für uns. Lass mein Trio nochmal fahren.
Ballen sind alle runter, dann kann man 8RX hier schon mal. Draufstellen. Boah, diese Sounds vom Ausklappen, die liebe ich einfach. Boah, wir grubbern einfach mal eine Runde Silber. Das geht auch. Ich habe mir schon mal auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich mir vielleicht als nächstes für einen Schlepper neu zulegen könnte. Bist du auf den Entschluss gekommen, vielleicht so ein 7R oder vielleicht so ein Fendt? Mal schauen. Habe ich so einen dezenten Misch aus den ganzen Maschinen. Aber habe auch überlegt, ob ich irgendwie einen Xerion und Saddletrack nehmen, aber macht glaube ich dann eher mehr Sinn, den irgendwann mal zu mieten. Oh, der 8X ist schon ein guter, starker Trecker. Also mit dem kann man schon deutlich was schaffen. Sehen wir ja. Und ich überlege gerade, ob es Sinn macht, hier auch noch Steine zu sammeln. Gut, vorhin habe ich auch hier. Gut, der MF hat bisher alle Äcker hier bei uns gesammelt. Alles per Hilfe, aber. Ich habe nie wirklich was zu tun, von daher könnte ich es eigentlich noch machen lassen. Natürlich machen lassen, was sonst. So, das soll es aber erstmal gewesen sein für eine weitere Folge XXL Farm. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Da werden wir auf jeden Fall ordentlich Geld ausgeben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.